Chen Wanxin. 36 Jahre ist er mittlerweile alt, hat in der Weltrangliste 4 Plätze gut gemacht, ist jetzt die Nummer 27, hat im Halbfinale zweimal den Kroaten Zoran Primorac zermürbt. Ja, die Partien waren geprägt von langen Ballwechseln. Die kroatische Nummer 1 konnte sich eigentlich nie auf den Wechsel zwischen Verteidigung und Angriff des Austro-Chinesen einstellen. Chen hat sich spielerisch und mental von seiner besten Seite präsentiert und das diese Form will er natürlich anknüpfen, auch gegen Jean-Michel Seff, die Nummer 25 der Welt. Er ist der Grund, warum das Rückspiel bereits am kommenden Dienstag, dem 6. Mai, stattfindet, denn Jean-Michel Seff kämpft 2 Tage später, also ab Donnerstag, bei der Olympia-Qualifikation, bei der Olympia-Weltqualifikation in Budapest um ein Peking-Ticket. Apropos Peking-Ticket, das hat Chen Wanxin bereits in der Tasche. Der hat beim Qualiturnier in Nantes vor einem Monat etwa das Ticket für die Olympischen Spiele in Peking gelöst. Er hat gegen die Tschechen Klaschek, Serede Pavelka, den Türken Menge und den Ukrainer Dito gewonnen. Gegen den Kroaten Tokic hat er verloren und dann den Italiener Yang und den Franzosen Eloa besiegt. Für Chen ist es die 2. Olympiateilnahme nach Athen 2004. Ja, Wladimir Samsonow wirkt doch ein bisschen enttäuscht, ratlos. Werner Schlager war heute einfach zu stark, wird er sich denken. So war es auch. So, Partie Nummer 3 geht's los. Chen Wanxin gegen Jean-Michel Seff. Chen hat gegen Seff 3-mal gespielt und 2-mal verloren. Also die Bilanz ist negativ. Aber das macht nichts. Sie sehen es, meine Damen und Herren, Chen Wanxin, einer der besten Abwehrspieler der Welt, der beste in Europa. Aber er zieht auch die Vorhand gnadenlos durch. 3-0. Das werden wir in den nächsten 20 Minuten wohl noch öfter sehen. Die Partie wird dominiert von langen Ballwechseln. Immer wieder dasselbe Bild. Seff wird mit der Vorhand andrücken und Chen wird mit seiner unterschnittenen Rückhand verteidigen. Jean-Michel Seff gilt als Kämpfer, der oft auch an die Grenzen der Sportlichkeit geht. Vielleicht erleben wir das heute noch, wenn es ganz, ganz eng wird. Zitat von Karl Jindrak: So nett er ist, wenn man mit Jean-Michel Seff auf ein Bier geht, so einer Grätzen kann auch am Tisch sein. Viel Druck, zu viel Druck, zu schnell gespielt mit der Vorhand, schön Longline, auch die Rückhand, mit der Rückhand hat er diesen Punkt aufgebaut, zuerst diagonal gespielt und dann Longline, 5-4 für Chen. Zu 0 hat er geführt, plötzlich steht es 5-5.
immer das Gleiche. Vorhand safe, Rückhand Chain und ja, es scheint so, als würde sich der Belgier auf das Spiel mittlerweile besser einstellen können. Chain muss mehr setzen, mehr variieren, links und rechts spielen. Er spielt sehr monoton, immer das Gleiche. Aber gut, es steht 6:6. Es ist erst Satz Nummer 1 gespielt. Schade, da verzieht sich ein bisschen die Vorhand. Aber er muss auch ja, seine Vorhand einsetzen. Er muss hin und wieder die Initiative ergreifen. Zu 7. Es ist der erwartet beinharte Kampf. Ja, starke Vorhand. Guter Ballwechsel, starke Vorhand. Jean-Michel Seff. Sucht immer wieder seine Rückhand und auf einmal geht er auf die Vorhand. Guter Service. Guter Service und man muss, hat auch Werner Schlager gemeint vor dem Spiel, man muss gegen Jean-Michel Seff kurz und flach servieren, damit er den ersten Ball nicht eröffnen kann. Ganz wichtig gegen Seff. Ganz wichtig gegen Seff. Wird es sein, das kleine Spiel zu forcieren, das Kurzspiel, damit er nicht den ersten Ball in guter, erwähnter Qualität spielen kann. Chen hat das Glück auf seiner Seite, 9:8. Naja, mit einer 1:0 Satzführung würde es sich natürlich gleich leichter spielen. Dann spielt er sich einen Satzball, dann muss er jetzt safe das Service abnehmen. Das gelingt ihm leider nicht, 9:9. Jean-Michel Seff, ein sehr theatralischer Spieler, ein Showman. Der probiert eigentlich alles mit hineinzunehmen in eine Partie, um einen Vorteil für sich herauszuholen. So, wir erleben jetzt einen Satzball gleich. Aber für wen? Das ist die große Frage. Für Chen Baixin. Gut, der war wichtig. Satzball. Und er macht 11:9. Das ist Chen Baixin, wie wir ihn kennen. Er macht es bis zum 9:9 spannend. Und dann fährt er mit 2 Punkten drauf und macht den Satz. Gratulation, weiter so. Und die Halle steht wieder Kopf. Einfach nur mit noch bisschen mit hoch. Mit Noppe. Der Rückhand erwartet schon. Besser ein bisschen Richtung Mitte. Schneller Ball. Einer Rückhand, einer Mitte, schneller Ball. Und dann einfach nur so. Du magst sagen, einfach nur so. Umstehen, Bombe. Du hast so oft Zeit. Aufpassen. Wir gehen immer mehr, meine Vorhand. Schau, warum? Weil du ihm die Chance gibst. Du wechselst in seine Vorhand. Bleib mit dem Rückhand. Bleib ganz weg mit Rückhand. Gute Qualität. Werner Schlager hat es kurz erwähnt, Sie haben es gehört, nur nicht zu passiv sein, Chen. Die rot-weiß-rote Flagge
Die SVS Niederösterreich-Flagge. Die weht. Es könnte wirklich ein Tischtennis-Gala-Abend werden aus der Sicht des SVS Niederösterreich. Und ich traue mich sagen, wenn der SVS 3:0 gewinnt, dann gehört der Champions League-Titel zu 85% den Niederösterreichern. Ich weiß, ich lehne mich da weit hinaus, aber ich riskiere es einfach. So, zweiter Satz. Jen führt mit 1:0 in Sätzen. Aber Sie sehen es, dieser Jean-Michel Seef, der ist körperlich mit seinen 39 Jahren noch gut drauf. Man darf gegen den Routinier nicht nachlassen. Er schleppt jeden Ball in der Halbdistanz mit Topspin zurück. Schade, zu lang verteidigt. Schöne Rallye. Aber es geht halt nicht immer so, wie man sich das vorstellt. Jean-Michel Seef spielt jetzt mit einer guten Präzision. Immer wieder auf die Rückhand von Chen. Und schon steht es 3:0. Hier sehen wir, der Seef forciert die Rückhand von Chen, immer wieder unterschnitten, immer wieder der Slice, aber dann ein bisschen zu lang. Und auch ein seitlicher Out, 0:4. Man muss aufpassen, dass er jetzt nicht davon zieht, Jean-Michel Seef. Dann kann das Ganze schnell in die Hose gehen. So, dieser erste Punkt muss jetzt Selbstvertrauen geben, keine Frage. Spielstand ist jetzt genau umgekehrt als in Satz 1. Da hat Chen 4:2 geführt, jetzt führt Seef. Ja, dass dieser Belgier nicht nur eine gute Vorhand hat, sondern auch eine gute Rückhand, eine gute Backhand, das hat er jetzt unter Beweis gestellt. 7-mal war Chen Weixin in dieser Saison im Champions League-Einsatz. 6 Siegen stehen einer Niederlage gegenüber, also auf Chen Weixin ist eigentlich fast immer Verlass. Gut gekämpft, gute Beinarbeit da hinten an der Platte zum 3:5. Aber die Körpersprache gefällt mir nicht ganz von Chen Weixin, muss ich sagen. Aber ist nicht ein Spieler, der wirklich Emotionen zeigt. Das war natürlich jetzt ein psychologisch wichtiger Punkt. 0:4 war Chen hinten. Auf einmal steht es 5:5. Und alle sind wieder voller Hoffnung, voller Zuversicht in der Halle. Schade. Er drückt den Ball mit der Rückhand hinaus. Zu lang. Da zieht er einmal durch. Und schon geht er hinaus.
So, und da zeigt auch Sef jetzt erstmals Emotionen. Schauen Sie sich diese Studien an, meine Damen und Herren, wie weit unten Jean-Michel Sef immer den Ball nimmt. Da kommen die Oberschenkelmuskel heraus. Ja, der ist topfit mit seinen 39. Keine Frage. Ach schade, da holt er auf 5:5 und dann steht es gleich wieder 5:8. Kein Wunder, dass er da nicht zufrieden ist. Noch ist dieser Satz nicht verloren. Ja, 3-4 Mal verteidigt er mit der Rückhand eigentlich ganz gut. Schön lang, aber dann zu kurz. Und der Grund ist klar, irgendwann wird der Druck zu groß von Jean-Michel Sef. So, dieses Vorhandduell gewinnt Jean-Michel Sef und eigentlich hat er diesen zweiten Satz doch ziemlich dominiert. Klar im Griff, 10:6, 4 Meter Satzbälle natürlich für den Belgier. Er hat die Chance auf 1:1 in Sätzen zu stellen. Satzball 1 abgewehrt. Sie sehen eine Bandage am rechten Knie von Chen, er war ja verletzt, ist jetzt aber wieder Gott sei Dank fit. Bester Ballwechsel in diesem Spiel. Nur haben Sie die Reaktion gesehen von Jean-Michel Sef. Und dann die gute Vorhand-Longline von Chen. Er muss weiter aggressiv bleiben, muss am Tisch bleiben, darf sich nicht zu weit zurückdrängen lassen, dann ist da noch alles möglich, 10:8. Aber 2 Satzbälle hat er noch, der Belgier. Und einen macht er. So, 11:8, er steht 1:1 in Sätzen. 11:9. Den ersten Satz für Chen und 8:11 verliert er den zweiten. Ich bin jetzt gespannt, was Werner Schlager dem österreichischen Nationalspieler mitzuteilen hat. Er macht immer wenig Fehler. Wichtig ist, du musst den Punkt machen. Aber weißt du wie? Deine Vorhand, deine Topspin. Maximal einmal in seine Vorhand. Maximal einmal. Dann sofort in seine Rückhand oder in seine Mitte spielen. Nicht zweimal gegen Topspin. Und bei deinem Vorhand, Topspin, du bist immer viel zu weit vom Tisch. Jetzt auch beim letzten Ball. Langer Schub in die Vorhand, du gehst nach hinten. Sein Topspin ist nicht so schnell, er kommt mit viel Seitenschnitt. Ja? Vorne am Tisch bleiben oder weiter vorne bleiben und weiter vorne gegenziehen mit Vorhand. Du hast oft Zeit zum Umstellen, vor allem nach deinem. Bleib hier, ruhig. Bei deinem Service musst du nicht lange Service in Vorhand und so. Musst du nicht, einfach nur normal Service, bisschen Butzo an und dann Bombe mit Vorhand. Werner Schlager bestätigt mich in meiner Aussage, lass dich nicht so weit zurückdrängen. Bleib am Tisch,
bleib aggressiv. Aber Chen wirkt ein bisschen unzufrieden mit sich selbst. Da muss auch die Körpersprache etwas positiver werden. Die Leute stehen hinter ihm. Der SV ist Niederösterreich führt 2:0 gegen Charleroi. Das müssen Gründe genug sein. 4 Zusatztribünen sind ja aufgebaut worden im Wert von 17.000 Euro. Also der SV Niederösterreich hat sich dieses Spektakel doch einiges kosten lassen. Das scheint sich bis jetzt zu lohnen. Immer wieder die Rallye, immer wieder der lange Ballwechsel. Kurze Punkte sind wirklich eine Ausnahme. Sef gibt weiter den Ton an. Macht das 2:1. Es spricht momentan nicht viel für Chen Weixin. Meiner Schlager hat es vorhin angesprochen, viel Seitenschnitt. Er spielt nicht so schnell mit seiner Vorhand, dieser Jean-Michel Sef. Aber er hat so viel Seitenschnitt in seinen Schlägen, vor allem in der Vorhand. Und wieder dieser Vorhand-Diagonalball nach außen. Da ist Chen ein bisschen zu langsam, da sind die Schläge, da ist die Vorhand zu gut des Belgiers. Das ist nicht Chen Weixin in Bestform, das ist nicht der Austro-Chinese, den wir kennen. Da kann er nicht wirklich an die Form anknüpfen im Halbfinale gegen Caja Granada. Auch seine Frau wirkt ein bisschen nachdenklich, er ist ein bisschen hilflos, er wirkt zumindest so momentan. Ball ist zweimal aufgesprungen, deshalb Punkt für Chen. Chen Weixin wirkt auch ein bisschen genervt, kommt mir vor. Aber die Leute stehen hinter ihm, 1700 Zuseher. Und Sie daheim, meine Damen und Herren. Ja, und da macht er jetzt die Rückhand, seine Vorhandseite, pardon, macht er auf. Nimmt Risiko und es lohnt sich. 3:6, er verkürzt. Zu 6. Und da hadert er jetzt ein bisschen mit sich selbst, dieser Jean-Michel Sef.
Wer hätte das gedacht? Der drückte an mit der Vorhand und dann spielt er den unterschnittenen Rückhandball und Jean-Michel Seif kann den Ball nicht mehr zurück an die Platte bringen. Spitzenballwechsel von 2:6 auf 5:6. Gott sei Dank ist das noch einmal gut gegangen. Auf einmal steht 6:6 und Chen Weixin ist wieder da. Sehr gut, weiter so. 6:6 ist es auch im ersten Satz gestanden und den hat er dann 11:9 gewonnen. Wir hätten alle gerne ein Déjà-vu, die Zuseher und ich. Service, Jean-Michel Seif. Kurze Variante entschieden. So, er muss jetzt dranbleiben. 7:7 ist ganz, ganz wichtig. Und er macht Gott sei Dank den Punkt. Durchatmen. Wieder beweist er. Eine gute Beinarbeit. Ist gut gelaufen. Bewegt sich Gott sei Dank gut. Das ist auch eine der Stärken von Chen Weixin. Ja. 8:7. Wieder Vorhandfehler von Jean-Michel Seif. Ich sage jetzt mal, je länger die Partie dauert, desto mehr Vorteile gibt es für Chen, denn das kostet Jean-Michel Seif natürlich sehr, sehr viel Kraft, immer wieder diese Schnittbälle von Chen Weixin zu nehmen. Schade, da hat er ihm die Chance gegeben und Chen nützt sie nichts. 8:8. Auf diesen Ball. Aber leider, der Ball bleibt hängen. Komm, Chen, das ist alles möglich. Eine 2:1 Satzführung, das wär's. Schlechter Return auf die Vorhand, da hat er die ganze Seite aufgemacht. Wieder diagonal gespielt von Seif, 9:8. Das Ganze ist an Spannung und Dramatik kaum zu überbieten. 9:9, wichtiger Punkt, er bleibt dran. Und jetzt hat Chen zweimal Service. Das könnte ein entscheidender Faktor in diesem Satz sein. Ja. 10:9, Satzball Chen Weixin. Und bitte bring auch diesen zweiten Aufschlag durch, dann ist die 2:1 Satzführung da. Service Topspin, aggressiv bleiben. Das ist das Erfolgsrezept. Jawohl, 11:9. Super. Chen Weixin 11:9 und er geht 2:1 in Führung. Ganz wichtiger Satz. 1:5 und 2:6 war er zurück.
Und wieder einmal stehende Ovationen der 1700 Zuseher in der Wolkersdorfer Schlossparkhalle. Sie alle sind aus dem Häuschen. 11 zu 9, 8 zu 11 und 11 zu 9 aus der Sicht von Chen Weixin. Der SVS Niederösterreich, meine Damen und Herren, ist nur noch einen Satz entfernt vom Sieg im Finalhinspiel gegen Charleroi. Bisschen hier, Lüther, bisschen hier. Dann bekommst du den ersten Ball nicht so schnell. Der Champions League. Hannes Fazekas, der Schwächert, der Bürgermeister, Sportstaatssekretär Reinhard Lobatka, ASKÖ-Präsident Peter Wittmann, Verteidigungsminister Norbert Darabosch. Sie alle sehen eine stark aufspielende SVS Niederösterreich-Mannschaft und auch die Jugend ist stark vertreten und feuert Publikumsliebling Chen Weixin. Gewinnt er diesen Satz, dann ist der Tischtennisabend gelaufen. Dann gewinnt der SVS 3 zu 0 und hat mit einem Bein den Champions League-Titel in der Tasche. Schade, zu lang verteidigt. Und wieder beginnt er mit einem 0 zu 2 Rückstand, so wie in Satz 2, den er danach verloren hat. Spielt wieder zu defensiv. Eindeutig. Chen Weixin. Lässt sich zu weit zurückdrängen. Er übernimmt andauernd das Kommando. Jean-Michel Seif. Und wenn man ihm die Chance gibt, ins Spiel zu kommen, dann ist das nur schwer zu knacken. Gut, da hat er jetzt einmal die Initiative ergriffen, Chen Weixin, aber in die Mitte gespielt, auf die Vorhand von Seif und ja, der Block ausgezeichnet zum 5 zu 0. Das war klar, dass der auf die Vorhand von Chen kommt, 6 zu 0. Na bumm, jetzt kann es schnell gehen.
So, weiter geht's. Werner Schlager wollte da eine Timeout nehmen, aber Chen hat abgelehnt. Deshalb die kurze Aufregung. Weiter geht's. Und wieder zu hoch verteidigt. Da klappt jetzt momentan nichts in diesem vierten Satz. Das schwankt ziemlich, das Spiel von Chen Lashin. Aber gut, Satz 1 gewonnen, Satz 2 verloren, Satz 3 gewonnen. Und so weiter geht, gewinnt er eigentlich Satz 5. Logische Folge. Schade, jetzt wieder zu kurz verteidigt. 8-1. Naja, ich würde jetzt einmal sagen, diese Suppe ist gelöffelt in diesem Satz. Aber sag niemals nie. So, da wirkt er jetzt doch ein bisschen lustlos. Ich nehme an, diesen Satz hat er aufgegeben, Chen Lashin. Er befindet sich mit seinen Gedanken schon voll und ganz im fünften und entscheidenden Durchgang. So, das war's. 11-1. Das war jetzt ein Gratis-Minütchen von Jean-Michel Seif an Chen Lashin. Der fünfte Satz entscheidet diese Partie. 2-2 in Sätzen. Was ich sagen wollte, folgendes. Du hättest können diesen Satz jetzt nicht herschenken, sondern benutzen, ein bisschen trainieren. Und was? Wenn du wechselst in seine Vorhand, er spielt auf jeden Fall zweiten, dritten Ball in deine Vorhand. Und den Ball ist deine Chance. Den Ball musst du üben, Gegenbomb führen. Das hättest du können jetzt in diesem Satz machen. Du musst versuchen, mehr parallel spielen. Wenn er wieder in deine Rückhand spielt, kommt nur langsame Ball normalerweise. Ja? Und wenn er deine Vorhand zieht, musst du aufpassen, dass du nach vorne gehst. Er hat viel Seitenschnitt. Ja? Und dann versuchst du diesen Ball gegen Dopp zu machen. Aber nicht in seine Vorhand, sondern in die Mitte oder in seine Rückhand. Okay? Das ist deine Chance. Okay? Okay, Chen, das ist deine Chance. Wechsel und dann Vorhand Dopp spielen. Gib und klare Anweisungen. Das ist deine Chance, Chen. Nütze sie bitte. So eine Chance bekommt der SVS Niederösterreich vielleicht nicht mehr so oft in der Clubgeschichte. Die Zuseher, Werner Schlager, alle in der Halle wissen, was auf dem Spiel steht. Wenn Chen diesen Satz gewinnt, dann hat man den Champions League-Titel so gut wie in der Tasche. Gewinnt Jean-Michel Seif diesen Satz, dann kann das noch ein sehr langer Tischtennis-Champions League-Abend werden. Bleibt nur zu hoffen, dass Jean-Michel Seif nicht jetzt seine Mädchen auspackt, denn das tut er ja gern. Wenn es schlecht bei ihm rennt, wenn es in die Entscheidung geht, wenn er spielerisch nicht mehr schafft, braucht er von außen Hilfe und die sucht er oft unsportlich. Aber diese Chance wollen wir ihm, will ihm Chen Lashin nicht geben. Topspin, Vorhandball, das hat Schlager von ihm gefordert und das setzt er im ersten Satz, im ersten Ball des fünften Satzes gleich um. Schade, 1-1. Aber das ist es. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Wladimir Samsonov läuft da bei der Kommentatorenkabine vorbei, geht sich bereits aufwärmen. Der wäre der nächste an der Reihe gegen Yu Sinmin. Auch Yu Sinmin geht sich bereits aufwärmen. Hoffentlich wärmen sich die beiden umsonst auf. 1-1.
Und jetzt übernimmt er auf einmal die Initiative, jetzt macht er Druck von Beginn an, jetzt geht's auf einmal. 2:1, warum nicht immer so? Jeder Punkt ist wichtig. Also ich halte das da fast nicht mehr aus, muss ich ehrlich sagen. Man sagt immer so schön, Punkt für Punkt. Das sollte Chen Weixin jetzt übernehmen. Hoffentlich hört er mich. 3:1. 4:1. Werner Schlager zeigt heute Emotionen pur. Jean-Michel Seff nimmt sich natürlich eine Auszeit, will den Spielrhythmus von Chen natürlich unterbrechen und stören. Super gemacht. Aufpassen. Er ist nicht dumm. Er spielt jetzt vielleicht erst einen Ball in deine Mitte schnell. Ja? Oder gleich lang. Ja? Aufpassen. Sonst super. Aufpassen. Vorhin Topspin in den Tisch hineingehen. Vorhin Topspin. Rein in den Tisch. Werner Schlager hat gewarnt. Bitte Chen, pass auf, der könnte jetzt seine Taktik ändern. Der ist nicht blöd. Und blöd ist er wirklich nicht. Jean-Michel Seff hat schon so viel gewonnen in seiner langen Karriere. Europameister ist er unter anderem. 4 Pro-Tour-Turniere hat er gewonnen. Auch schon die Champions League. 5:1. Es geht in dieser Tonart weiter, meine Damen und Herren. Plus 4. Seitenwechsel im entscheidenden Satz bei 5 Punkten. Alles deutet jetzt auf einen Sieg hin. Und der Service, das muss er aggressiv machen jetzt. Weiter geht's. Volle Konzentration. Und jetzt hat er auch das Glück, Chen Weixin. Und das gehört dazu, 6:1. Jean-Michel Seff wirkt in dieser Phase des Spiels sehr ungeduldig. Und das ist gut, das ist gut, das ist gut so. 7:1. Plus 6. Ja, neben mir, da wackelt es schon ziemlich, meine Damen und Herren. Da springen sie links neben mir auf, rechts neben mir auf. Kein Wunder. Die Leute spüren es. Chen Weixin ist nur noch 4 Punkte entfernt. Ich wiederhole, 4 Punkte entfernt. Dann gewinnt der SV es 3:0 gegen Charleroi, gegen den belgischen Seriensieger. Dann gibt es am Dienstag das Rückspiel und dann bräuchte der SV es nur noch einen Punkt zum Titel in der Champions League. Schade. Backhand-Fehler durchgezogen, aber macht nichts. 2:7. Jetzt darf er sich's noch erlauben. Gut, er hat Risiko genommen, hat halt nicht damit gewonnen, aber das passiert. Das ist Tischtennis. Das macht nichts. Chen, weiter geht's. So, er muss servieren und dann aggressiv spielen. Das ist das Rezept. Und er macht's, er hört uns. Chen Weixin 8:3 plus 5. Aber haben Sie das wieder gesehen? Er spielt die druckvolle Vorhand wieder in die Mitte und gibt Jean-Michel Seff die Chance mit seiner Vorhand, aber Gott sei Dank ist es gut gegangen. Also ich habe schon weiche Knie jetzt. Ich will nicht in der Haut von Chen Weixin stecken. Ja.
9:3 plus 6. Die Leute springen auf. Wenn sie nicht dabei sind, meine Damen und Herren, ich hoffe, diese Stimmung kommt rüber. Da waren es nur noch 2 Punkte. Schön, dass Sie am Abend mit uns dabei sind, meine Damen und Herren. Es ist einzigartig, was hier passiert und möglicherweise auch historisch. Denn, ja, ein 3:0 und der SVS hat den Champions-League-Titel so gut wie in der Hand. 10:3 und er schreit jetzt die Emotionen heraus. 7 Matchbälle für Chen Weixin gegen Jean-Michel Seif. Der SVS Niederösterreich führt mit 2:0, meine Damen und Herren. Und jetzt schauen Sie sich das an und genießen Sie mit mir diese Momente. 7000, 1700. Natürlich nicht 7000, so viel gehen in die Schlossparkhalle in Wolkersdorf nicht hinein. Aber auch die wären heute gekommen. 1700 Zuseher. Stehenkopf. Und Jean-Michel Seif weiß es. Jetzt kann ihm nur noch ein Wunder helfen. Und jetzt versucht er, seine Mädchen auszupacken. Aber das wird ihm hier nichts mehr helfen. Das kann ich Ihnen sagen. Spielt nach langen Rallys oft den sterbenden Schwan. Erster Matchball. Chen Weixin. Und den ersten Matchball nicht genutzt. Macht nichts. So, und jetzt serviert er. Schönes, konzentriertes Service und dann muss er wieder aggressiv in den Ballwechsel gehen, muss aggressiv eröffnen. Matchball 2, Chen Weixin. Tolle Vorhand und das war's! Das war's, Chen Weixin gewinnt gegen Jean-Michel Seif 3:2. Und, meine Damen und Herren, der SVS Niederösterreich besiegt den belgischen Spitzenreiter und Seriensieger Charleroi mit 3:0. Fegt die Belgier von der Platte und der SVS Niederösterreich hat den Champions League-Titel so gut wie in der Tasche. Gratulation Chen Weixin, Gratulation Yu Xin Min, Gratulation Werner Schlager. Die Leute stehen Kopf, Standing Ovations für den SVS Niederösterreich. Yu Xin Min stellt auf 1:0, Werner Schlager auf 2:0 und Chen Weixin macht die Sensation perfekt. Unglaublich aber war, was sich hier abspielt, meine Damen und Herren. Sie sehen es, noch einmal eingeblendet, 3:0. Ein Wahnsinn, was sich hier abspielt. Die Niederösterreicher haben dem Druck standgehalten, die Hausaufgaben mit Bravour gemacht. Der SVS Niederösterreich verschafft sich eine passable, eine perfekte, eine unglaubliche Ausgangsposition für das Rückspiel im 5. Anlauf.